Mainstream-Media, wenn man die Saarbrücker Zeitung so nennen kann, das auch mal angekommen ist. Und ja, das fand ich wirklich super. Und ja. Ja, was gab's noch? Ich wollte zu den BRICS-Staaten wollte ich noch was sagen. Weil das westliche System, also das US-gesteuerte westliche System, dass das so gegen Russland ist, hat vor allem damit zu tun, dass sich Russland mit Indien, China und Südamerika zusammengetan hat und die wollen ja eine Anti-Dollar-Allianz aufbauen. Und ja, die USA ist schon hier sau oft gesagt worden, also die USA ist ja hoch verschuldet und ja, dass es nur jeder weiß, dass so dass das auch mit den BRICS zu tun hat, also dass die aus dem Dollar raus wollen und ja. Was gab's noch? Ich mache kurz mal einen Wochenrückblick. Die EZB hat die Woche 0,8 Billionen Anleihen aufgekauft, toxische Papiere. Hatte Draghi schön an die Steuerzahler weitergegeben. Ja, Schulden explodiere. Und das westliche System, wo wir drin sind, das bringt nur noch Chaos, Zerstörung und Enteignung. Und Russland und vor allem China sind dort die Gegenspieler. Und ja, was wollte ich noch sagen? Ich mache immer ein bisschen Brainstorming. Ach so, ja. Also meine Idee ist einfach, also es gibt ja hier bestimmt viele Menschen, die Idee von einer besseren Welt haben und vor allem, was man daran ändern könnte. Und ja, also ich hätte jetzt zum Beispiel die Idee, dass man durchs Internet, vor allem, dass man zum Beispiel so Petitionen, die es im Moment schon gibt, dass man die zum Beispiel an den Bundestag halt weitergibt und dass so wirklich mal was draus gemacht wird. Also dass wir wirklich Demokratie haben, wo auch enorm durchs Internet geprägt ist, weil da können sich die Leute informieren, zusammenkommen und also dass man da Volksabstimmungen durchführt zum Beispiel oder irgendwelche Petitionen, andere Frage oder so, also dass man das Internet doch viel mehr einbindet. Was für ein Video? Willst du noch was sagen? Da habe ich vor 2 Jahren ein Video gemacht. Ich habe die Idee, die du nennst, teilvirtuelle Konsensdemokratie genannt. Ist noch online. Da habe ich ja mal ein bisschen ausgearbeitet, wie das funktionieren könnte, dass man das Internet nutzt, um das Land gemeinsam irgendwie zu regieren, anstatt die Verantwortung an Einzelne abzugeben, die nur Scheiße bauen. Ja, da gibt es ja schon viele NGOs oder wie die heißen, die das machen, Awards oder Kompakt, aber auf die würde ich mich jetzt nicht so verlassen. Aber also die Möglichkeit gibt es, also das Internet ist wirklich super Technologie und ich denke, dass denen mächtig ist, das richtige Dorn im Auge, weil es gibt immer mehr Leute, die informiert sind, die aufwachen und das stimmt mich wirklich hoffnungsvoll und ich hoffe, dass noch viel mehr hier nach Saarbrücke kommen. Danke.